Leute, herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Ja, heute seht ihr wieder mal mein HPI Savage Motor auf dem Tisch. Zwar möchte ich hier vorne die Kupplungsglocke kurz wegnehmen, um die Backen auszutauschen, weil da die falschen drin sind. Dann möchte ich hier hinten die Backplate aufmachen und da den Startup-Stift wieder wechseln. Ja, ich sag bewusst schon wieder, weil er wieder kaputt ist. Irgendwie regt mich das ein bisschen auf, dass der andauernd an den Arsch geht. Aber was will man machen? Bei anderen geht der Seilzug kaputt oder die Slipperkupplung oder so irgendwas. Bei mir geht andauernd dieser Startup-Stift kaputt. Startup-Stift natürlich. Ja, ich beginne gleich kurz mit dem einfachsten. Ein Tuch hier nehmen. Den Auspuff lasse ich selbstverständlich drauf, weil jeder, der auch einen Verbrenner hat, weiß, wie scheiße das ist, da hinten diese Feder wegzunehmen. Deswegen mache ich das nicht. So, denn heute ist ja nicht so schönes Wetter, aber es ist einfach nur kalt. Aber ich möchte heute mit dem Savage mal fahren, wieder mal. Und werde dann aber auch den RS4 Evo mitnehmen. Den habt ihr euch ja so heftig gewünscht, dass ich mit dem fahren gehe. Ja, hier können wir sehen, dass diese Kupplungsbacken von X-Tech nicht, also die Federn nicht für dieses Auto gemacht sind, denn die schleift andauernd nur beim Fahren. Ihr könnt vielleicht, wenn ich da ein bisschen zoome, könnt ihr da diese schwarze Abrieb sehen. Da ist einfach, wo die Kupplungsglocke geschliffen hat die ganze Zeit. Und das ist nicht so gut. Es gibt extrem große Abnutzungserscheinungen. Deswegen möchte ich die ja tauschen. Und zwar kurz nach vorne nehmen, die billigen Alubacken reintun hier, diese hier, die habe ich ja mal bei der Kupplung, die ich bestellt habe, diese silbrige, mitbestellt, also die waren einfach dabei und die haben weichere Federn drin und dann werden die auch weniger schleifen und die sind merklich auch egal, wenn sie kaputt gehen. Aber die sind richtig geil von X-Tech, also von LAP. Und den möchte ich gleich zerhauen. Jetzt brauche ich noch kurz einen Schraubendreher. So, habe ich. Sehr unprofessionell heute, wieder mal. Die haben da vorne aufgeschliffen, oder was? Ja, ist ja hier egal jetzt. Gut. Mein Lieblings... Beschäftigung. So. Das geht beim Savage außerordentlich gut. Jetzt, weil die Backen eben nicht gepasst haben auf die Mutter, die drauf ist. Da hat die Feder nicht in den Schlitz hier unten reingegriffen. In diesen Schlitz da. Boah Leute, jetzt ist richtig geiles Wetter schon. Es wird blauer Himmel, sehe ich gerade. Da macht sich ja wieder richtig Freude breit, dass ich heute vielleicht mal bei schönem Wetter mit euch fahren gehen kann. So. Ich habe mich jetzt lange gesträubt vor dieser Arbeit, weil es mich irgendwie angeschissen hat, den Savage irgendwie noch anzufassen. Wieso, weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass es so war. So. Jetzt hoffe ich, dass die dann richtig passen. Sonst bin ich angeschissen. Und ihr könnt wahrscheinlich nicht sehen, wie ich das hier mache. Ja, und ich habe schon gedacht, die passen natürlich hier auch nicht drauf. Wir hätten auch anders gedacht.
gedacht. War ja schon nahezu klar, dass das nicht passt. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob die Originalen anders sind oder ob da andere Federn drin sind. Okay, gleich hoch sind sie auf jeden Fall. Dann nehme ich mal die Originalfedern, wenn ich den finde. Ich glaube, es waren die hier. Vielleicht ist da wirklich nur die Feder nicht gut gewesen. So, ziemliche Kniffelarbeiten, der könnt nichts sehen. Aber beim Backen montieren kann man generell nicht viel sehen. Ohne Krümmer wäre das jetzt natürlich noch mal viel einfacher. Aber wenn man zu faul ist, den Krümmer wegzunehmen, muss man halt leiden. Das Geile ist, ich kann selbst nicht viel sehen. Ich bin da auch noch nicht so routiniert, verdammt nochmal. Weil ich das einfach hasse wie die Pest. So, Kupplungsmontage. Ah, Leute, ich nehme jetzt dieses scheiß Riso weg. Ich werde es danach wieder bereuen, aber das ist mir wurscht. So, immer was in den Auspuff stecken, dass euch da nichts reingeht. So, jetzt steht er schon fast von alleine. Oder ich habe dann eben die falsche Mutter drauf. Das könnte auch sein. Okay. Nee, das geht irgendwie nicht. Habe ich denn noch andere Mutter? Dieses ewige Gebastel hier an diesem Auto geht zwischendurch richtig auf die Nerven. Die jetzt schlitzt ein bisschen anderswo. Jetzt muss ich kurz noch eine Schraubenschlüssel aufreißen. War das der hier? Ja. Genau, der passt. So. Dann nehme ich hier meine kleine Rohrzange oder Wasserpumpenzange genannt. So. So, komm. So, dann nehme ich diese hier mal.
So, gucke ich mal von der Höhe, ob da besser passt. Auch nicht. Das ist mir immer noch ein Rätsel, wieso dass das nicht mehr passt. Weil vorhin musste es ja auch irgendwie passen. Aber bei HPI ist zwischendurch einfach das Problem, dass sie nicht Standardsachen nehmen, weil wenn man eine Standardkupplung kauft, sieht die wesentlich anders aus als diese hier, von den Abständen her. Ich weiß da auch nicht, wie sollte ich das machen. Wahrscheinlich, dass man nur Erdzeugs kaufen kann, wie jeder Hersteller das gerne möchte. So, jetzt wenn ich da mal so Federn nehme und die Originalbacken nehme, wahrscheinlich das langweiligste Video ever. So Leute, hier bin ich wieder, nachdem ich mich jetzt hier in den Finger gestochen habe und hier alles verblutet ist, ist die Kupplung dann doch noch drauf gegangen. Ihr könnt vielleicht hier, nee, kann man nicht so sehen, wie ich auf den Tisch gehauen habe, wie behindert, weil ich so ausgetickt bin. Ja, auf jeden Fall machen wir hier das wieder zu jetzt. Ich hoffe, das wird so besser funktionieren mit dieser Kupplung. Aber das war echt nicht mehr schön, wie ich hier ausgetickt bin. Das wollte ich jetzt euch ersparen. So, nur noch kurz anziehen. So. So, das dreht sich, aber mir ist vorhin was Unberuhigendes aufgefallen. Als mir der umgefallen ist, höre ich so, hört ihr das? Da klappert irgendwas im Motor drin. Das beunruhigt mich doch schon ein bisschen jetzt. Ich muss da kurz Bremsreiniger holen. So. Um hier das bisschen zu cleanen. So. Der Schmutz ein bisschen weg ist. So, und jetzt los die Schrauben. Toll. Ich zoome euch vielleicht mal ein bisschen ran. Ich hoffe, dass da nicht noch ein Lager oder so kaputt ist, weil ich bin mit einem Kollegen fahren gegangen, der hat den Savage hier gefahren und ich mein Bayer. Aber das ist schon Ewigkeit her, da hatte ich den Bayer gerade frisch gekauft und dann plötzlich hat er abgestellt und dann wollte ich ihn wieder anlassen und dann ging es eben nicht mehr. Das war auch schon mal passiert, ja. Und hatte wieder die gleichen Symptome. Und ich hoffe jetzt einfach, dass da nichts Gröberes jetzt kaputt gegangen ist, sondern nur dieser blöde Stift, den ich eh hier rumfliegen habe. Das stört mich nicht groß. Den habe ich mir danach gleich bestellt. So.
Jetzt haben wir hier nochmal Schrauben. Schicken wir mal nicht ein Bild gewesen. Toll. Ja, und jetzt im Winter müsst ihr euch dann daran gewöhnen, dass ihr vielleicht so ein leichtes Rauschen hört. Da mein Heizofen jetzt abgedreht ist, bekomme ich ein bisschen kalte Füße und auch Beine. Aber da gehe ich jetzt noch momentan durch, solange es noch erträglich ist. Und draußen ist momentan richtig schön blau. Ich hoffe, das wird immer noch blau sein, wenn ich dann startbereit bin. So. So, und jetzt machen wir das hier auf. Okay. Gucken wir mal an. Ich kann jetzt gar nicht so wirklich sehen, dass der Stift kaputt ist, weil das hat letztes Mal anders ausgesehen. Ich hole mir kurz die Pinzette. So. Federn tut der noch. Das kann auch nicht kaputt sein. Ich leg den da mal weg. Und dann die scheiß Feder auch noch rausholen. Mal gucken, ob es wieder so wie letztes Mal ging mit der Karosserieklammer, mit der langen. Genau, so. Jetzt ist natürlich hier die Frage, an was hat das gelegen? Und noch die andere Frage, warum fehlt da ein Stück in der Schwungmasse? Könnt ihr... okay, das hier sehen? Nee, nee, nicht. Nicht das, sondern das hier. Das ist wie ein Stück weggebrochen. Ja, schütteln wir mal. Ne, klappert nichts. Das ist wahrscheinlich noch vom Auswuchten oder so. Naja, putzen wir das mal kurz. Okay. Dann machen wir es halt so. Wir nehmen hier den neuen Start-up-Stift. Schere habe ich hier auch gerade noch so. So. Hier und hier, so. Jetzt kommt das Witzigste. Und zwar diese Feder da wieder rein zu tun mit einer magnetischen Pinzette. Ist doch richtig cool. So. Dieser blöde Stift wieder da reingedrückt. Mal ein bisschen rauszoomen, dass ich wenigstens immer im Bild bin. So, jetzt mache ich das da einfach wieder da drauf.
Okay, jetzt habe ich schon wieder das Problem, was ich auch schon hatte. Genau so kommt die Backplate hin. So. Und dann kommt hier wieder die Schraube drin. So. Dann. Kommt das Ganze hier auch noch rein. Und da wieder gelöst. So. Dass sich da keine Spannung aufbaut. So, dann noch die zwei anderen Schrauben. So, noch festziehen. Und jetzt mache ich das hier provisorisch mal kurz rauf, um zu gucken. Ob das funktioniert. So. Bin echt glücklich. Geht wieder. Da bin ich froh drum. Das wird dann wohl heißen, wir machen das da drauf, das hier da drauf, gut, dann nur noch die Schrauben feste ziehen. Und dann würde ich dann mal sagen, mache ich dann alles parat, um fahren zu gehen. So, jetzt noch eine Schraube und dann würde ich sagen, baue ich dann das wieder für mich selbst ein. Ja, und dann sehen wir uns dann im nächsten Video auf der Straße mit dem Savage. Okay, mache ich hier das noch so drauf. So. Und jetzt kommt die Lieblingsfeder jedes Modellbauers, der mit Nietzsche fährt. Die auch wirklich jeder liebt. Ich kenne keinen, der diese Feder nicht liebt. Leider, das ist alles sehr ironisch gemeint jetzt. Aber es ist so, das Zeug ist schweinegefährlich. Genau, das meine ich. Ist schweinegefährlich. Ich zoome noch ein bisschen raus, dass ich die volle Bandbreite habe. Ich liebe die immer wieder, dieser Federscheiß da. Ich habe ja lieber diesen Flansch, den man da schön gemütlich anziehen kann, und dann ist das schon richtig drauf, sitzt, packelt
und hat Luft. Aber der, der diesen Scheiß hier erfunden hat, sollte man in die Klapse schicken. So, jetzt muss ich nur noch einrasten da. Runter, es geht vielleicht besser, genau. So, ist es wieder drauf. Glück gehabt. Ja, mal gucken. Geht. Okay, das heißt, wir sehen uns dann beim Fahrvideo wieder und bis zum nächsten Mal. Tschö, Leute. Ich bin hier draußen mit dem Savage, hier sieht man ihn. Ja, ich bin an einer Autobahn an, man hört es vielleicht ein bisschen. Neben dem, dass man auch hört, dass es ein bisschen windet. Ich werde euch dann nachher hier drüben oben hinstellen, auf mein Transportmittel. Aber zuerst wollen wir den mal versuchen anzulassen. Fernsteuerung läuft bereits. Und ich habe ihn jetzt wirklich noch nicht gestartet. Das ist auch das erste Mal, wo ich es probiere. Let's go! Will schon. So Leute, wir fahren jetzt. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was sehen. Ich kann ihn selber gerade nicht wirklich sehen. Man merkt, dass er noch extrem kalt ist. Willy Bombe wieder unterwegs.
langsam wieder warm. Bis dann. Ciao, Leute.